Ich werde diese rote Kugel jetzt loslassen. In dem Moment, wo ich sie loslasse, ist ihre Geschwindigkeit gleich Null. Und dann wird sie immer schneller, immer schneller. Diese Bewegung der Kugel ist eine GBB. Lässt man einen Körper senkrecht hinunterfallen und sieht dabei vom Luftwiderstand ab, so befindet dieser Körper sich in GGBB, Bewegung, die wir den freien Fall nennen. Beim freien Fall wählen wir das Bezugssystem so und Messungen haben ergeben, dass die entsprechende Beschleunigung in Zentraleuropa 9,81 Meter pro Quadratsekunde beträgt. Wir bezeichnen die Beschleunigung vom freien Fall mit klein g und nennen sie Fallbeschleunigung. Die zwei Formeln einer GGBB vereinfachen sich in dem Fall des freien Falles sehr zu diesem da, denn x0 ist hier 0, v0 ebenfalls und t0 sowieso. So erhalten wir diese zwei vereinfachten Formeln zum freien Fall. In einem Distanzen-Zeitdiagramm ist deutlich zu erkennen, dass in gleichen Zeitabständen immer größer werdende Distanzen zurückgelegt werden. In einem Geschwindigkeit-Zeitdiagramm erkennt man, während gleich langen Zeitintervallen steigt die Geschwindigkeit um gleich große Werte, denn so ist eine GGBB definiert. Und im Diagramm Beschleunigung-Zeit erhalten wir selbstverständlich eine horizontale Strecke, weil die Fallbeschleunigung g ja konstant ist.